Studenten zu Ihnen spricht. Und ich darf Herrn Doktor der Technischen Wissenschaften, Herrn Kreumüller, darauf bitten und nehme den Vortrag zu sich. Eure Kompetenz, eure Spektakulitäten, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, werte Kollegen, Kolleginnen, liebe Festgäste. Wir haben uns hier versammelt, um das Ende eines großen Abschnittes in unserem Leben feierlich zu begehen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, was mich dazu bewogen hat und warum ich mich schlussendlich für das Doktoratsstudium entschieden habe. Für mich war es schlussendlich die Begeisterung für das wissenschaftliche Arbeiten, sowie das Interesse an den State-of-the-Art-Methoden in meinem wissenschaftlichen Forschungsbereich und der Versuch, diese Methoden noch zu verbessern, Neues zu entwickeln und vor allem viel Neues zu lernen. Jeder von uns hat sicherlich seine eigenen Beweggründe dafür gehabt, um Doktoratstudium zu beginnen. Aber ich denke sicher, eines haben wir gemeinsam, nämlich das Interesse, die Neugier, die Wissensbegier, welche uns stets dazu angetrieben haben, unsere Forschung voranzutreiben. Ich spreche sicher einigen von uns Absolventen oder vielleicht sogar allen vom Herzen, wenn ich sage, dass wir viel lernen mussten, um jetzt unser Doktoratstudium abschließen zu können. Wenn ich zurückblicke, waren es nicht nur ein paar Nächte, Wochenenden oder Feiertage, die ich für eine Paper-Deadline, die wir für eine Paper-Deadline entbehren mussten. Und wie oft ist es auch passiert, dass sich eine Idee als nicht vielversprechend herausgestellt hatte und teilweise vielleicht sogar Monate an Arbeit praktisch in den Sand gesteckt werden mussten und man wieder von neuem beginnen musste, an einer neuen Idee weiterzuarbeiten. Doch auch diese Hartnäckigkeit, eben diese Misserfolge auch wegstecken zu können, sind wichtig, um am Ende erfolgreich dastehen zu können. Dadurch, dass wir unser Doktoratstudium erfolgreich beendet haben, haben wir bewiesen, dass wir selbstständig forschen können und unter Einbeziehung bisheriger Arbeiten imstande sind, neue State-of-the-Art-Methoden in unserem Forschungsbereich zu entwickeln und diese auch in wissenschaftlichen Publikationen und wissenschaftlichen Tagungen präsentieren zu können. Wir haben uns somit fest in die wissenschaftliche Gemeinschaft eingelebt und halten deren Regeln und Prinzipien hoch. Ich bin sehr dankbar für jede Situation, für jede Stunde, in der ich meine Forschung vorantreiben und weiterentwickeln konnte. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist wahrhaftig ein schönes Gefühl, so etwas leisten zu können und seinen eigenen Beitrag in der Wissenschaft und der Forschung bringen zu können. Und jetzt ist es an der Zeit, meinen Dank an diejenigen auszurichten, ohne die wir heute und hier jetzt nicht stehen würden. An erster Stelle der größte Dank gebührt unseren Betreuern, unserer Dissertationen, die während unseres Studiums betreut haben und alle hoch und tief mit uns mitgemacht haben. Sie haben uns gut gemacht, wenn die Forschungsarbeit nicht die gewünschten Resultate gebracht hat, wenn einmal eine Idee nicht zum gewünschten Resultat gekommen ist, und haben uns immer in den wissenschaftlichen Diskussionen in die richtige Richtung getrieben und waren sicher für die meisten von uns auch im privaten Kreise gute Freunde und sind dann. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen unseren Angehörigen und Freunden, die heute hier sind, um mit uns zu feiern. Auch diejenigen, die nicht mit uns feiern können. Und ohne sie wäre so ein Abschluss eines Doktoratstudiums auch nicht möglich gewesen. Ohne die nötige Unterstützung und die Anerkennung für das Geleistete. Aber ich möchte hier nicht nur einzelnen Personen den Dank aussprechen, sondern auch der gesamten Technischen Universität. Ich habe hier einen sehr großen Anteil Zeit meines Lebens verbracht. Ich habe hier Bachelor und Master studiert und einige der Absolventen, die es auch alles hier absolviert haben, werden auch eine große Zeit meines Lebens hier verbracht haben. Und ich kann nur eines sagen, durch die exzellente Arbeit in der Forschung, aber auch in der Lehre, ist es nicht möglich, so exzellente Arbeiten durchführen zu können. Und eines ist sehr wichtig, dass der Forschungsstandort weiter vorangetrieben wird, unterstützt wird, denn ohne diesen Forschungsstandort können wir auch unseren
sehr guten Lebensstandard in diesem Land nicht erhalten. Ich würde auch sagen, geht es der Wissenschaft gut, geht es uns allen gut, das ist ein bekannter Spruch, den die Wirtschaft eingeführt hat. Ich sage, ohne ausreichende Forschung haben wir keine gut ausgebildeten, hochqualifizierten Fachkräfte, es werden sich keine Technologiefirmen ansiedeln und deswegen hoffe ich, dass die Technische Universität ihre Leistung in dieser Form auch weiterführen kann und die nötigen Mittel dafür auch vom Staat zur Verfügung gestellt bekommt. Ich sehe es als wichtig an, dass wir alles, wie werden unsere Studiums kritisch hinterfragen und unsere Forschungsinteressen weiter verfolgen. Wir sollten auch Werbung für die Technik machen. Es ist ein sehr wichtiges Studium und hat eine immense Anzahl an verschiedenen Forschungsbereichen in allen Fakultäten. Und auch natürlich Werbung machen für Frauen in der Technik. Es geht nach oben mit der Frauenquote, aber natürlich sollten auch Frauen, die Interesse haben, dazu ermutigt werden, ein technisches Studium machen zu können. Ich sehe uns aber auch als Brückenbauer, um den Konnex zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu schlagen. Ich glaube, dass beide zusammen sehr erfolgreich sein können. Einerseits benötigt die Wirtschaft das Wissen der Wissenschaft, ohne neue Methoden gibt es keinen Fortschritt. Und andererseits ist es aber auch notwendig, praxisrelevante Forschung durch die Wirtschaft unterstützt zu bekommen. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Rede. Ich bedanke mich für das Zuhören und ich finde, wir können alle zusammen stolz auf unser Geleistetes sein und mit Freude auf unser Doktoratsstudium zurückblicken. Ich wünsche noch allen Festgästen eine wunderschöne Feier, alles Gute und viel Erfolg den Absolventen, sowohl für das berufliche als auch die private Zukunft. Vielen Dank.